den Riesen. Der Meere euch holen soll. 86, 91, komm. Dann versuchen wir uns nochmal an dem Riesen. Auch wenn gerade nur einer mitkämpft. Wo sind die anderen hin? Die kämpfen gar nicht mit, die haben keine Lust. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Gebt ja auch wieder gut EP von dem Vieh. Ich glaube, diesmal schaffen wir es nicht, weil wir zu wenige Unterstützer dabei haben. Ach man, noch 44%. Zieht sich doch noch ein bisschen, ey. Hätte ich nicht gedacht. Nee, komm. Sammy, komm mal her. Komm mal bei mich bei. Stell dich mal tot. Ach, du bist schon tot. Ja, dann hast du alles richtig gemacht. Ich stelle mich jetzt mal tot. Und hau mal ein bisschen ab von dem, ne? Einmal wieder beleben, einmal wieder retzen. Und wir brauchen auch irgendwie eine Art Verjüngung oder sowas. Aber wir haben ja nichts. Sehr gut. Der nimmt uns da die... Der nimmt uns da so ein bisschen die Arbeit ab. Können wir die alle hier schon mal bewaffnen. Ha, perfekt. 19, 20, 21, 22, 23 schon bewaffnet. Greift ihn mal da an. Ich brauche ein Ziel. Sehr gut. Wir müssen nur noch zwei bewaffnen. Haben wir die Quest auch abgeschlossen und wir brauchen nur noch 7%. Da ist Leystein vorkommen. Mal schauen, ob wir was da rausbekommen. Rausziehen können. An gutem Zeugs. Ja, 4 Leysteine haben wir bekommen. Hier nochmal bewaffnen. Zack. 24, 25. Fertig. Jetzt müssen wir nur noch eine mindestens plündern, eine Kiste. Vielleicht sogar zwei. Dazu töten wir hier noch den Naga. Dann brauchen wir nur noch eine plündern. So. 4% noch. Ich glaube, die Kiste gibt nämlich 4%. Das wird dann genau aufgehen, glaube ich. Die ist schon geplündert. Da ist noch eine zu plündern. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Das kann ich noch nicht tun. Ja, ist klar, dass du näher ran musst. Die Truhe ist ja auch noch 2 Kilometer von dir entfernt. Und damit haben wir wieder 48.000 EP eingestrichen. Nur wegen der Bonusquest. Und das hat uns mal eben 63% auf 63% gebracht. So, irgendwo müssen wir jetzt hier raus und dann sind wir fertig mit der Quest hier. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg. Bin mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ist ja selbstverständlich, weil ich hier das erste Mal bin. Aber ich glaube, das sollte der richtige Weg nach draußen sein. Stopp, da ist Erz. Das ist Teufelsschiefer vorkommen. Das ist auch gut. Eventuell ist da ja sogar was Lebendes drin. Nö. Schade. Hätten wir wieder richtig viel abstauben können. Wenn wir nicht die Unterstützung dieser Riesen wollten, würden wir euch sofort töten. Ich muss irgendwie diesen Weg weitergehen. Schätze ich. Weiß nur nicht, ob der weiterführt. Da kommen wir raus. Ich glaube, er sucht auch schon nach dem Ausweg. So, aufsatteln und weg hier. Ah, da war noch eine Quest, sehe ich gerade. Die machen wir natürlich auch. Da können wir die eine abgeben, aber hier ist noch eine Quest. Welche können wir denn da? Ach so, die wir gerade gemacht haben. Okay. Aber hier vorne war noch eine Quest. Boah, what the fuck. So, bei der haben wir noch. Was kann ich für euch tun? Befreit Spaltdonnerhügel, den sanftmütigen Roche und Razia der Grüne. Sanftmütige Roche haben wir ja schon gesehen. Einer ist hier vorne irgendwo.
da. Den sanftmütigen Rosch, den hatten wir ja vorhin schon gesehen. Rasier. Ich dachte jetzt erst, das wäre vielleicht wieder sowas wie, wo ist denn der sanftmütige Rosch? Weiter da unten. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so wie mit den Anhängermissionen da, oder wie mit den Anhängern damals, die man befreit hat, da den Ogre und so. Hätte ja sein können. Den hat man dann, glaube ich, irgendwie 5, 6 Mal befreit und dann auf einmal war er dann Anhänger in deiner Garnison. Da ist Spaltdonnerhügelskäfig. Ich bin hier drüben, passt nur mit dem Riesen auf. Ja, das passt schon. Ja, und da hinten ist dann irgendwo der andere. Der letzte. Da renne ich jetzt durch, weil ich keinen Bock habe auf die beiden da. Da ist der sanftmütige Rosch. Muten Roschi. Hier, mal ein Waffenstapel. Ja, natürlich rebellieren sie. Ich meine, hallo, ihr seid Naga. Ich habe ihm Waffen gegeben. Tod den Riesen, Tod Prinz Oceanus. Ja, schön, dass sie rebellieren. Finde ich gut. Ich bin außer Reichweite. So, dann haben wir schon mal die alle befreit. Haben wir schon mal einen Teil der Quest hier beendet. Oder beziehungsweise die Quest fast komplett beendet. Hier ist Leystein. Mitnehmen, mitnehmen. Kriege ich nachher alles mein Twink, Palusor. Mein Todesritter, weil der Juwelierskunst hat und, ne? Je eher man den Beruf levelt, desto besser eigentlich. Aber wenn solange noch keiner auf 110 hast, finde ich, ist das Berufeleveln eher zweitrangig. Es sei denn, es levelt während du, oder du levelst während des Levelns den Beruf, quasi. Weißt du, wie ich meine? Wenn du dafür die Zeit findest. So, Prinz Oceanus. Wir müssen hier die Quest abgeben und dann wahrscheinlich den Prinzen besiegen, wa? Fehlt euch etwas? Jo. Seid achtsam auf euren Reisen. Den Prinz Oceanus müssen wir jetzt besiegen. Ups, jetzt bin ich da aus Versehen stehen geblieben. Weil ich gerade auf darauf geachtet habe, dass ich meine Fähigkeit optimal einnutze. Oder benutze. Einnutze vor allem. Benutze. Boah, 66%. Go, go. Nur noch 44. Only 44 to go. Ein Ziel. 4000 hat er gegeben. Da ist Dings. Und hier, was können wir bei ihm looten? Nichts Besonderes. Nur ein Küchenmesser. Kirchnermesser der Qualdir. Aber hier haben wir nochmal ein schönes Erbstück bekommen. Auch nochmal schöne Artefaktmacht. Boah, wir können unser Artefaktwaffe so powern nachher. Und beim zweiten Twin gucke ich mal, ob das sich überhaupt lohnt, die Artefaktwaffe dann so zu powern. Oder nicht. Lasst uns ein wenig plaudern. Ja, das eine ist nicht gerade gut, das andere auch nicht. Nehmen wir mal das, auch unter Voraussetzung, dass das schlechter... Wobei, das ist Hals. Nehmen wir mal den Hals und wir kriegen ja jetzt hier noch eine riesen... das riesige Prinzenzepter, das auch nochmal Artefakt macht, enthält. Jagd. Das wurde nicht aufgewertet, ergo ist es Schrott. Einen gefallenen Herrn fesseln. Gut, dann sind wir hier auch durch mit den Quests. Haben wir wieder ein Stück der Geschichte von Asuna durchlebt. 3 von 5 Kapiteln. 2 fehlen noch, das heißt, wir sind hier bald komplett durch. Mit Asuna. Dann müssen wir eigentlich nur noch Walcharasch machen, aber das wird nicht mehr in diesem Let's Play stattfinden oder in diesem Live, ehemals Live Let's Play oder Live Stream-Gedönse. Weil das zu viel Zeit beanspruchen würde und ich muss das alles noch schneiden und das wird so hart. So, die Flugmeisterin. Hier sind kleine Postkasten. Ich liefere nur feinste Waren. Ein Gefallenen für Herrn Fessel. Achso, wir sollen uns erstmal aussuchen, was wir nehmen. Ja, das haben wir ja scheinbar. Weil, oder haben wir es nicht?
Nö, wir haben da noch nichts drin. Aber warte mal, Präzision von im Visier. Im Visier erhöht die kritische Trefferchance eurer Fähigkeit gezielter Schuss gegen das Ziel 10 Sekunden lang um 2%. Nehmen wir das. Ich kann mich da sowieso noch nicht reinfuchsen. Mögen eure Reisen sicher sein. Dazu muss ich erstmal Level 110 werden. Sieht sich. Bevor ich mich da richtig reinsteige in dieses Thema, sozusagen. Oder in dieses Artefakt-Thema, bevor ich mich da richtig drauf einlassen kann. Hier ist ein Pad der Ghibellin. Ist das ein Ramop? Das ist zu weit entfernt. Ghibellin-Plünderer. Wo ist eigentlich unser Pet schon wieder hin? Geht ja gar nicht. Da war Artefaktmacht drin. Packen wir jetzt alles wieder in die Tasche, weil das ja unsere Artefakttasche ist. Okay, das war mehr oder weniger der Ramob, wenn du so willst. Oder die Ratruhe oder wie auch immer. Ah, guck, hier sind wir jetzt. Krass, hier sind wir jetzt, wo die ganzen toten Fische liegen. Wo das Meer sich quasi zurückgezogen hat. Oder das... Obwohl, nee, wobei, aus zurückgezogen würde ich noch nicht mal sagen. Rette 10 Matrosen, Revanche der Königin. Der Revanche der Königin. Also wird das wahrscheinlich... Oh. Salzwirker, der Bittergischt. Bittergischt. Ist auch ein netter Name, Bittergischt. Brauche ein Ziel. Habt keine Angst. Mein Gift schwächt. Macht euch gefügig. Ich finde diese Goblins immer noch geil. Mit ihren Ohren, mit diesen... Naja, Wasser-Goblins sind es ja eigentlich, wenn du so willst. Dieses Design ist einfach toll. Das hat man viel zu selten gesehen nach Kataklysm. Eigentlich nur in Kataklysm. Und auch nur in der Unterwasserinstanz und im Unterwassergebiet. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass wir es jetzt nochmal sehen. So, 3 von 10 gerettet, das ist doch schon mal was. Der Kraken wird euch holen! Den nächsten Matrosen gerettet, der Kraken wird uns nicht holen. Welcher Kraken überhaupt? Ich habe kein Ziel. 200 EP hat er gerade mal gegeben. Wow, die geben ja so gut wie gar nichts an EP. Aber naja. Da, was haben wir da? Da ist wieder ein Ramob, ne? Oder eine Truhe zumindest. Ne, die ist oben. Ah, aber da sind zwei... Da sind zwei Matrosen gleichzeitig zu retten. Dann machen wir das doch. So, den haben wir auch. Dann retten wir mal die zwei Matrosen da hinten gleichzeitig. Kostet mein Gift und ihr werdet mein sein. Nein. Ich möchte kein Gift kosten. Tut mir leid. So viel Hunger habe ich dann doch nicht auf Gift. Oder so viel Laune. Oder wie auch immer, weißt du schon. Ich brauche ein Ziel. 74% haben wir schon. Ah, die zwei sind gerade weggespawnt, dafür sind hier wieder zwei aufgetaucht. Okay. Naja, wenigstens haben wir die zwei da schon mal gerettet. Ist doch schon mal was. Nicht essen, ne, sondern ist. T mit T. Nicht ist doch schon mal was. Ne, weiß ich mit Doppel-S und so, weiß schon Bescheid. Egal. Ich erzähle mal wieder dummes Zeug wie so oft, wenn ich eigentlich nicht weiß, worüber ich jetzt hier gerade reden soll. Aber naja. Ist ja fast wie in Minecraft gerade. Nur, dass man hier noch ein bisschen Story hat. Und in Minecraft macht man sich die Story selbst, sozusagen. Habt keine Angst. Mein Gift schwächt. Macht euch gefügig. Und mein Gift tötet. Macht niemanden gefügig. Er tötet nur. Es tötet nur. So.
7 Matrosen, dann sind wieder 2. Und kein Gibbling da in der Nähe. Einen brauchen wir noch. Das ist gut, da unten sind 2. Das sind alles Matrosen von dem Absturz, den wir hatten wahrscheinlich. Oder beziehungsweise von dem, nicht von dem Absturz, sondern von der Bruchlandung hier an der Küste. Was war das für eine komische Kugel, die der gerade in der Hand gehalten hat? Das wäre eigentlich noch interessant zu wissen. 59 EP. Ich habe kein Ziel. Ich will gar nicht sehen, wie viel EP die geben. Die geben ja so wenig. Einmal übersprungen und direkt hier von hier aus geschossen. So, 590. Wenigstens hat der mal ein bisschen mehr gegeben. 10 von 10 schiffsbrüchige Matrosen. Haben wir schon mal eine Quest fertig. Gesetz der Meere. Können wir hier abgeben. Und da hinten haben wir noch, kümmert euch um Königin. Um die Königin. Hast du nicht gesehen, wie die heißt? Was haben wir denn hier? Lupa Allen. Acquise Scout. Suchen nach der Kiste des Captains auf den unteren Decks der Revanche der Königin. Nur gilnearische Händler sind ehrliche Händler. Ehrlich? Ist das so? Das ist mir neu. Hierher, Eindringlinge! Ich werde euch mit meinen Zaubern versklaven! Versucht es doch. Ja, die können auch schwimmen, ne? Und tauchen und so. Kann das sein? Die anderen kommen hier gar nicht rein. Warte, was? Wir stellen uns mal beide tot. Dann haben wir schon mal die Aggro verloren. Und jetzt müssen wir nur noch nach der Kiste suchen. Die muss hier unten irgendwo sein. In dem Schiff drin. Was so halb versunken ist. Finde ich schon cool gemacht. Oh, da oben scheint ja richtig eine Party abzugehen. Am Deck. Ah, hier können wir auch noch runtertauchen. Siehst du mal. Da unten ist sogar noch einer und da noch einer. Das ist halt das Coole an diesen Goblins, die können halt auch schwimmen. Und unter Wasser atmen und tauchen halt auch unter Wasser auf. Ich weiß nicht, die hatten glaube ich in Kataklysm auch irgendeinen speziellen Namen, aber den konnte ich mir nicht merken. Ach guck mal, da ist sogar ein Rare-Mob, den wir sogar jetzt töten müssen, um an die Quest zu kommen. Sehr gut. Aber unter Wasser kämpfen ist natürlich auch so eine Sache. Mit der Atmung, aber die hält eigentlich noch. Die sollte auch halten, bis wir den Boss hier besiegt haben. Oder den Rahmob, besser gesagt. Wäre ja ansonsten fatal, wenn nicht. Ach, guck mal, da kommt direkt einer hinterher. Ein Dämonenjäger, der das hier abstaubt. Ah, was haben wir denn da? Ein Ring, der besser ist als der grüne. Ja, keine Frage, wird sofort ausgetauscht, ne? Dann öffnen wir mal die Schatzkiste, geben die Quest ab. Tafel der Tür. Mit YR. Tür. Nicht mit Ü. Nicht die Türe in dem Sinne. Naja, dann geben wir die Quest auch jetzt gleich mal ab. Aber vorher gehen wir uns um diese komische Königin kümmern. Wo die auch immer sein soll. Magrana heißt das Gebiet hier. Sieht so aus für mich, als wäre die Königin hier oben irgendwo. Ältester, die brüten hier ihre Eier irgendwie aus. Wir stellen uns gleich natürlich nochmal tot, wenn wir oben angekommen sind. Und nein, es ist unten. Ihr wart nicht auf dem Schiff. Nein, das stimmt, wir waren nicht auf dem Schiff, wir kamen jetzt nur, um zu plündern. Sozusagen. Beide stellen sich mal ganz kurz tot.
Sind aber immer noch in Battle. Ach, da kommen sie. Oh, die kommen nochmal. Ah, okay, jetzt haben sie die Aggro verloren. Das ist gut. Das können wir auch aufmounten. Aber hier ist es schon mal nicht. Oder ist schon mal nichts? Warte mal. Ist hier vielleicht eine Schatzkiste oder sowas? Nee, aber das hätte ich jetzt Blizzard zugetraut, dass hier oben irgendwo eine Schatzkiste noch ist. Versteckt auf den Bergen. Was ist denn da hinten? Das sehe ich leider nicht. Müssen wir vielleicht von hinten daran, dass die Höhle irgendwie von hinten zu erreichen ist? Gut, dass wir unseren Wasserläufer haben. Gut, dass ich mir den nochmal in Pandaria gefarmt habe. Na, im Nachhinein wohlgemerkt, aber nur. Wo Violets auf Draenor schon draußen war, weil ich Pandaria nicht so dolle fand und dementsprechend auch Pandaria nicht so viel gespielt habe. So, wo ist sie denn? Die Königin. Scheint hier echt irgendwo in dem Berg zu sein. Also müssen wir einmal um den Berg rumtröppeln. Ein Killer-Orca. Ein Killer-Orca. Können wir hier irgendwo oder? Weiß ich nicht. Nee, aber ist hier in dem Schiff irgendwie was Interessantes? Oh, ist das Ding so fett, dass das hier nirgendwo durchkommt, oder was? Im Schiff ist auch nichts Interessantes. Sag mal, das Ding kommt jetzt überhaupt nirgendwo durch, oder was? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Oh nein! Hilfe! Ah, hier, über die Planke. Über die Planke kommen wir raus. Gott sei Dank. Immerhin etwas. So. Ja, Sapalot, wo soll sie denn sein, die Königin da? Kümmert euch um die Königin... Kakla. Kakla. Kakla, wo bist du? Kakla. Kakeli, Kakela. Kakel hier, Kakel da. Kakla. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Ich wusste doch, hier ist bestimmt irgendwo eine Unterwasserhöhle, aber schade, dass man die von der anderen Seite nicht hat, auch noch hätte erreichen können. Das ist ein bisschen blöd, aber diese Augen, die sind immer noch komisch von den Viechern. Von diesen Krabben hier. Ich brauche ein Ziel. Königin Krakla. Kakeli, Kakela. Krakla. Den müssen wir. Kümmert euch um Königin Krakla. Dazu müssen wir erstmal diesen Legion. Oh, da ist ein Leichsteinflöz. Dazu müssen wir aber erstmal diesen Legion-Kommandanten hier töten. Oder. Wie heißt der? Ublion. Ublion. Oblivion. Ah, was? Die Königin ist jetzt böse. Jetzt müssen wir die Königin angreifen. Ah, verstehe, verstehe. Das wird jetzt hier aufgeteilt auf beide. Ich wollte eigentlich gerade das Flöz abbauen. Mache ich jetzt auch mal eben. Wie viel kriegen wir raus? 8 Leichstein. 90 Erfahrung. 90 Erfahrung ist aber jetzt mal gar nichts für Erz. Das habe ich schon besser gesehen, Blizzard. Das habe ich schon besser gesehen. 2000 pro Erz, das ist was. Hier, wo wir der Steine gewickt zu Level 100, 90, 100, beziehungsweise jetzt 110, da kriegen wir immer noch die 2000. Aber hier kriegst du nur noch 90, das ist ja gar nichts. So, die Königin ist jetzt damit Geschichte. Jetzt müssen wir nur noch Oblion töten. Oblion. Erinnert mich ein bisschen an Oblivion. Ich finde das mit dem Flözen echt genial. Ah, guck mal, da kommt wieder ein Dämonenjäger zur Hilfe. Der hat auch irgendeinen Begleiter dabei, wie mir scheint. Ich glaube, wenn... Was? What the fuck?
Wieso ist jetzt... Ich hoffe, die Aufnahme ist noch da. Ja, sie kann man noch öffnen, das ist schon mal gut. Das ist einfach mitten im Kampf abgekackt, das Spiel. Ohne irgendeine Warnmeldung. Einfach abgekackt. Neues Feature, Livestreaming. Ja toll, das interessiert mich gerade nicht. Ich wollte eigentlich jetzt Level 110 machen und es ist einfach abgekackt mitten im Kampf. Ich hoffe, die Quest ist trotzdem beendet. Ich mach mal hier wieder, warte. So, Aufnahme startet wieder. Moment,